Ja, das Fenster können wir, ist mir eigentlich egal, können wir auflassen. So, wunderschönen Abend. Ich darf euch ganz herzlich im Namen des Kreisverbands München der Piratenpartei Deutschland begrüßen und eröffne hiermit die Versammlung. Zunächst die Frage, besteht Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Mitglieds der Versammlung? Wer ist akkreditiert? Wer akkreditiert ist, wer eine Stimmkarte hat. Sollten Einwände dagegen bestehen, dass irgendjemand eine Stimmkarte hat oder jemand der Meinung sein, dass irgendjemand eine Stimmkarte haben sollte, der keine gekriegt hat, möge er das hiermit sagen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Also sind alle zu Recht stimmberechtigt. Gut, wir brauchen einen Versammlungsleiter. Ich schlage dich vor. Danke. Flo hat mich vorgeschlagen. Besteht hier Einverständnis? Jawohl. Für den Landtag stimmen wir bitte mit den pinken Stimmkarten ab. Wobei, ich glaube, es sind ohnehin alle doppelt akkreditiert, sollen keinen Unterschied machen. Gut. Geschäftsordnung und Wahlordnung wurden vorab auf der Mailingliste veröffentlicht. Besteht damit Einverständnis? Gegenstimmen? Gut. Nachdem angesprochen wurde, für das Nein, besteht Einverständnis mit der Zulassung der Öffentlichkeit und der Streaming der Veranstaltung? Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Ich danke. Ja, dann bräuchten wir einen Wahlleiter. Ich schlage mal Markus vor. Der sitzt schon drin. Ah, da. Oh, ist ungewohnt. Einverständnis? Okay, Gegenstimmen? Nein. Wir warten, dass der Gegenstimmt. Ja, kam jeder. Wir brauchen einen Protokollführer. Ich schlage schon wieder Markus vor. Die Heilige Personalunion. Okay, jemand was dagegen? Nein. Wir brauchen einen Wahlhelfer. Holger? Gut. Einverständnis mit Holger? Gegenstimmen? Okay. Was wir noch brauchen, sind zwei Zeugen, die kommen idealerweise aus der Versammlung und kandidieren nicht. Sprich zwei Stimmberechtigte, die bereit sind, den Ablauf der Versammlung zu bezeugen, dass das alles nach den Grundsätzen geheimer und gleicher Wahl geschehen ist. Volker und Rudi. Besteht Einverständnis mit den Zeugen? Drei Stimmen, okay. Gegenstimmen? Nein. Alles klar. Gut. Wir würden gerne die Redezeit auf 10 Minuten begrenzen mit einer dezenten Empfehlung auf 3 bis 5 Minuten. Besteht Einverständnis? So ist es beschlossen. Die Redezeit der Kandidaten ist auf 10 Minuten begrenzt. Gut. Dann darf ich die Kandidaten bitten, zur Bühne zu kommen oder zu mir zu kommen. Du bist der Einzige, oder was? Redezeit begrenzt um 10 Sekunden. Das, wir hatten nicht gerechnet, das ist aber immer noch überraschend wenig. Ja, nein, Redezeit ist 10 Minuten. Runter zu gehen, wer nicht sehr weise ist, die allgemeine Empfehlung. Ich frage gleich mal, möchte noch jemand kandidieren? Wir wollen eine Wahl. Dann darf ich Walli bitten. Ja, hallo, manche haben ja gedacht, ich komme heute im Anzug, weil mein Bewerbungsfoto eben im Anzug ist. Das hat eher mehr dazu gedient, euch zu zeigen, ich kann auch anders, weil man mich sonst immer nur so rumrennen sieht. Und mein Auftreten auf der Aufstellungsversammlung zur Bundestagsliste war dem geschuldet, dass mich einige Piraten mit sehr großem Unverständnis darauf angesprochen haben, wie ich denn ein Anzugfoto benutzen kann. Und dachte ich mir, Leute, so geht's auch. Jetzt stehe ich heute hier, wie ich sonst immer bei den Piraten rumlaufe. Und als kleiner Hinweis, wenn es eine Wahlveranstaltung oder wenn es die Umstände erfordern, dann kann ich Anzüge anziehen oder auch Badehose. Ja, meine Rede wurde vorab geleakt.
Das heißt, die werde ich jetzt hier nicht halten und im Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt der einzige Kandidat bin, werde ich es auch ganz kurz halten. Ich will aber trotzdem ein paar Punkte euch mitgeben. Wir haben nächstes Jahr die große Chance, nach 55 Jahren CSU-Herrschaft etwas dagegen zu tun, dass die sich so weiter gebären, wie sie das in den letzten eben 55 Jahren getan haben. Und das haben sie deutlich gezeigt und ich finde das ein gutes Beispiel, dass sie bei den Öffentlich-Rechtlichen anrufen und dort mal sagen, liebe Leute, also so geht's nicht und versuchen die Berichterstatter zu beeinflussen. Und das zeigt doch, wie deutlich die hochnäsig sind und wie sie quasi die unabhängige Berichterstattung, die Pressefreiheit hier an der Stelle mit Füßen treten. Und wir Piraten stehen ja gewissermaßen für Pressefreiheit. Wir sind angetreten 2009 in der Zensurdebatte beim Bundestag, in der Bundestagswahl und haben dort klargemacht, dass Piraten eben für Freiheit im Netz und für die Freiheit der Presse, für die Freiheit des Wortes, der Meinung stehen. Haben jetzt in der Zeit auch dazugelernt, dass diese Meinungsfreiheit nicht unendlich ist, dass es eben auch Dinge gibt, die man besser nicht öffentlich sagen sollte. Das sind ja die rechten Aussagen, die auch bei uns in der Partei uns viele lang beschäftigt haben. Aber da gab es ja einen sehr guten und ich finde ganz wichtigen Abgrenzungsbeschluss beim letzten Bundesparteitag. Ja, 2009 bin ich in die Partei gekommen, habe aber schon vorher mit der Partei zusammengearbeitet. Ich habe den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hier in München aufgebaut und habe da ganz viele Demos gemacht und da waren eben auch die Piraten dabei. Und so habe ich mir dann immer angehört, was gerade bei den Piraten so abgeht. Und für mich war auf der Agenda schon, mir meine Partei zu suchen. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, weil ich eben bei den Piraten gesehen habe, im Unterschied zu der FDP, zu den Grünen, den anderen Parteien, auch der SPD, die bei mir im Bündnis im AK-Vorrat schon drin waren. Aber weil die Piraten haben dann deutlichen Unterschied gemacht, was die Partizipation, was die Offenheit, was die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ausmacht. Und das ist bei den anderen Parteien, hat sich das immer noch nicht geändert. Die machen alles im Hinterzimmer, wir machen das auf Twitter oder sonst irgendwie auf Mailinglisten. Ja, da bin ich in den Landesvorstand gegangen, 2 Jahre, haben wir teilweise, ich sag's mal, gute Streitigkeiten geführt, die uns weitergebracht haben. Ich weiß nicht, von den Neuen bleiben das alle niemand mehr mitbekommen haben, aber da gab es schon Dinge, woran die Partei gewachsen ist, im Nachhinein muss ich das sagen, weil wir diese Fights alle ausfighten mussten, die man in einer Partei, die neu ist, eben mal ausdiskutieren muss. Und das hat mich geprägt, da habe ich viel dazugelernt, auch mit Umgang mit Menschen, auch mit unterschiedlichen Meinungen, wenn die aufeinander prallen, was dann passiert, unterschiedlichen Charakteren, mit Leuten, die ausrasten. Bin eher ein ruhiger Typ, der dann sich zurückzieht auf die sachliche Position und konnte da an vielen verschiedenen Stellen halt ganz gut vermittelt eingreifen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich habe hier noch ein paar andere Punkte stehen, aber ich denke mal, können die Zeit auch für Fragen nutzen, wenn ich jetzt hier der einzige Kandidat. Auf Twitter wiederholt worden. Okay, danke. Twitter ist ja gerade nochmal releaked worden. Ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir nächstes Jahr einziehen. Und ihr habt vielleicht jetzt gemerkt, dass die Umfragen so sinken und irgendwie jetzt unter 5% liegen. Und ich merke auch, dass einige sich offenbar davon ein bisschen, ja, dass die Motivation weggeht. Ich kann euch nur das eine mitgeben, das möchte ich immer betonen und das wird sozusagen meine Leier werden im Wahlkampf. Schlechte Umfragewerte sind noch mehr Ansporn, richtig zu kämpfen. Okay? Danke. Danke, weil ihr eröffnet die Vorrunde. Feuerfrei. Oh. Ich war es ja fast nicht zu fragen, weil ich weiß es ja eigentlich schon besser, aber vielleicht für die anderen. Der Landtag hat ja 12 ständige Ausschüsse im Moment. Welche von diesen 2 Ausschüssen könntest du dir vorstellen zu besetzen? Und welche Qualifikationen hast du für diese Ausschüsse? Also da gibt es zum einen, das ist sozusagen mein Hausmetier, zumindest politisch, den Kommunal- und Innenausschuss. Das ist zusammengelegt in Bayern, weil das dem etwa entspricht, was das Innenministerium in Bayern für Aufgaben hat. Und dort geht es ja auch um innere Sicherheit. Und innere Sicherheit ist das politische Thema, mit dem ich mich seit 2006 hauptmäßig beschäftige.
Natürlich am Anfang mit der Vorratsdatenspeicherung, es hat sich aber stark ausgedehnt auf alle Bereiche der polizeilichen Gefahrenabwehr und andere Dinge. Ja, also das ist der eine Ausschuss. Und der zweite ist entweder der Petitionsausschuss, weil er eben den Kontakt zu den Bürgern suchen will und auch damit sicherstellen will, dass wir die Beteiligung, die wir versprechen, auch einhalten. Dass wir da sofort das Feedback kriegen aus der Bevölkerung mit den Petitionen, mit den Eingaben, Beschwerden, die es zahlreich gibt. Also die sind durchaus nicht wenige, die da im Landtag eingehen. Und als dritten, aber man muss sich halt zwei raussuchen, gibt es auch den Bildung, Jugend und Sport, weil mir halt für Bildungspolitik speziell Grundschul-, Kita-, Wesen, weniger jetzt die Sekundarstufe 2 und 3 oder die Hochschule, sondern eher die frühkindliche oder kindliche Bildung. Das wäre mein Thema. Ja. Okay. Ich glaube, vor ungefähr vor einem halben Jahr oder so war noch eher die Aussage, dass du überlegst, in der Kommunalwahl anzutreten für einen Stadtrat. Willst du nochmal erklären, was jetzt Ursache war, dass du dich umentschieden beschlossen hast? So? Vor einem halben Jahr hatte ich gerade so ein bisschen ich war mitten in der Zeit, wo ich ein bisschen langsamer gelaufen bin. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt halt nicht den harten Wahlkampf gleich wieder vorstellen. Das war der eine Punkt. Da bin ich jetzt auch heiß drauf, also ich will auf die Straße. Das habt ihr auch gemerkt. Ich habe gestern etwas voreilig meine Gedanken veröffentlicht dazu, wie man ein Wahlkampfteam zusammenstellt. Aber da habe ich mich jetzt überzeugen lassen. Das ist auch richtig, dass wir erstmal gemeinsam mit allen Kandidaten, mit dem Kreisvorstand zusammen sehen, wie wir das in München organisiert kriegen. Deshalb ist das erstmal beiseite. Die Gedanken bleiben, aber lasst uns das gemeinsam klären. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich, Stadtrat ist etwas sehr Praktisches und ich bin auch sehr praktisch orientiert. Aber der Landtag, da möchte ich einfach der CSU dieses Treiben, was sie da tut, das regt mich immer noch auf. Und das regt mich quasi jeden Tag auf, wenn ich die Zeitung aufmache, will ich einfach da an der Stelle einen Riegel vorschreiben. Also dieses 55 Jahre CSU ist wirklich mein Aufreger. Was möchtest du erreichen? Was sind so deine Ziele, deine politischen? Da gibt es sehr viele. Ich habe jetzt, glaube ich, hier nicht die Zeit, alles aufzuführen. Auf meiner Kandidaturseite habe ich das alles dargelegt. Nur ein paar Punkte vielleicht. Einmal das Schulsystem. Deshalb habe ich auch Bildung gesagt. Wir müssen es schaffen, dass auch in Bayern eine fairere Chancen für alle Schüler erreichen. Es ist in Bayern so, dass wir das Bundesland sind, zwar mit einer sehr guten Ausbildung, schulischen Ausbildung, das ist richtig, die sinkt aber, also Bayern ist nicht mehr Spitze, das sollte man vielleicht wieder versuchen zu erreichen. Und das Zweite ist, dieser gnadenlose Auswahlprozess, der in der vierten Klasse vonstatten geht in Bayern, ist einfach untragbar. In anderen Bundesländern gibt es zumindest noch Übergangsregelungen, sogenannte Orientierungsstufen oder ähnliche Konzepte. Bis hin zum flexiblen Schullaufbahnen, die ein piratiges Thema in NRW ist, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass wir das in Bayern mal ausarbeiten. Aber solche Dinge müssen im Schulsystem unbedingt und das möglichst schnell geändert werden. Bis hin dazu, dass in Bayern alternative Schulmodelle quasi unter den Teppich gekehrt werden. Wer ein Kind beispielsweise hier in der Montessori-Schule hat und dann aufs Gymnasium gehen lassen möchte, der muss dieses Kind psychologische Untersuchungen unterziehen und das Kind muss auch eine Aufnahmeprüfung machen, als hätte es nicht den Durchschnitt erreicht, um von einer staatlichen Schule aufs Gymnasium zu wechseln. Das ist unglaublich, obwohl das eine staatlich anerkannte Schule ist. Also da gibt es ganz viele Themen in dem Bereich. Innen und Recht. Ich bin ein entschiedener Gegner von Videoüberwachung. Das bin und bleibe ich, weil es einfach keinen Sinn macht. Und da werde ich mich versuchen einzusetzen, dass die Stellen in Bayern, wo wir die Videoüberwachung ausgebaut haben, das auch wieder runternehmen. Und viele Themen könnten wir jetzt hier auslassen. Vielleicht, wenn ich ganz spezielle Fragen habe, auf welchen Themenbereich ich eingehen soll, dann rede ich darüber. Martin, wir wählen jetzt heute für den Stimmkreis Gießen. Gibt es Themen aus dem Gebiet Giesing oder aus deinem Stimmkreisgebiet, geht ein bisschen über Giesing hinaus, dass du wo du dir vorstellen könntest, wenn du im Landtag bist, die du voranbringen willst. Ja, das ist also nicht die Stammstrecke, sondern die Südumfahrung. Das ist die S-Bahn, die führt durch diesen Wahlkreis.
Dann ist ganz klar ein Münchner Thema die Wohnungspolitik. Dazu haben wir ja auch ein Positionspapier hier auf Kreisebene beim letzten Kreisparteitag eingereicht, wo ich ganz klar meine Vorstellungen reingeschrieben habe, wie man die Wohnungspolitik in München so gestalten könnte, dass eben die Preise nicht so stark explodieren weiterhin. Das wurde auch angenommen. Dann das Thema Infrastrukturausbau allgemein, dazu gehört natürlich auch die S-Bahn, ist auch in diesem Stimmkreis heiß. Ja, sonst gibt es natürlich kommunalpolitische Dinge, aber die sind jetzt eher, ja. Ja, ich würde mich da mal an die Frage anschließen. Das ist ja die Direktkandidatur für den Stimmkreis Giesing und wie ich es ein bisschen mitbekommen habe, gehen die meisten davon aus, dass es sich dabei auch hauptsächlich um Giesing handelt. Jetzt würde ich gerne mal testen, ob du auch weißt, welche Stadtteile denn zu deiner Direktkandidatur dazugehören. Genau, das ist mehr als Giesing, das ist ein bisschen irreführend der Name. Das ist Obergiesing, Hallaching, geht weiter Richtung Sendling, Solln, Forstenried, Stückweite von Fürstenried West oder von Fürstenried, Thalkirchen. Das sind die Bereiche. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja. Also ziemlich, geht so unten lang, so ein Südgürtel, den da das Ballon zieht. Ja. Okay, Volker? Nehmen wir mal an, du ziehst ein in den Landtag. Wie wirst du das mit deinem jetzigen Arbeitgeber handeln? Wirst du den Kontakt aufrechterhalten? Wirst du weiterhin arbeiten, Aufträge oder was auch immer übernehmen, um den Kontakt dir warm zu halten? Wie möchtest du das regeln? Also ich habe mit meinem Chef, mit dessen Chef und mit dessen Chef darüber gesprochen. Das heißt, mit dem Vice President IT, ich arbeite für einen Konzern und der ist auch politisch interessiert. Der hat mich mal so von der Seite angemacht, wo die Piraten bei den Umfragen immer höher geklettert sind jetzt im letzten Jahr. Und dann hat er mir mal auf den Gang angemacht, so, wir müssen mal über 7% reden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir mal. Und das ist dann ein bisschen verlaufen und irgendwann redet er mich wieder an, wir müssen mal über 7% reden. Nee, habe ich gesagt, über 14%. Und irgendwann mussten wir dann meine Aussage über die Weltherrschaft, über die drohende Weltherrschaft reden. Gut, das ist nur als Anekdote am Rande. Und dann haben wir uns tatsächlich überhalten, wie die Firma dazu stehen wird, wenn ich jetzt hier als Kandidat auftrete, als Politiker. Und gesagt, der Firma ist es egal, was ich politisch mache. Und im Falle dessen, dass ich ein Mandat erringe, und das hoffe ich ja sehr, hat er gemeint, da finden wir eine Lösung. Was heißt das? Das heißt, dass schon begrenzt Aufträge, ich bei Projekten weiteren teilnehme in der IT. Also man muss dazu sagen, ich mache SAP, also so Business-IT-Geschichten, Prozessoptimierungen und da werde ich dann schon versuchen, im Rahmen dessen, was überhaupt möglich ist, in ganz kleinen Umfang noch Kontakt zu halten zur Firma und vielleicht 10 Stunden im Monat noch bei einem Projekt mitarbeiten, sodass ich den Kontakt halte zu den Kollegen, dass ich den meinen fachlichen Background nicht verliere, sodass man eben wenn es beim nächsten Mal nicht wieder klappt, wieder zurück kann. Das ist auch ein bisschen mein Grund gewesen, warum ich ein bisschen gezögert habe mit einer Kandidatur für den Landtag, eher einen Stadtrat wollte, weil im Stadtrat es noch zumindest geht mit Teilzeit arbeiten. Im Landtag darf man nicht davon ausgehen, dass ich jetzt dann noch richtig aktiv teilnehmen kann an Projekten, aber ja, zumindest noch den Kontakt halten kann und auf Beratungsbasis sozusagen dort mitarbeiten kann, im kleinen Umfang natürlich. Erzähl uns mal ein bisschen was zu deinem katholischen Glauben und piratiger Politik. Ich bin nicht katholisch geglaubt. Kurz einmal. Irgendwie sehr intensiv christlichen Glauben. Ja, ich bin Christ, das ist richtig, ich bin Christ. Das hat aber nichts mit Politik zu tun. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und ich werde nur dann in der Politik aktiv oder äußere mich zu dem Thema, wenn Leute, und das kommt in der Piratenpartei leider ab und zu vor, nicht quasi die religiöse Neutralität des Staates herstellen wollen, da bin ich dabei, oder auch Institutionen kritisieren wie die katholische Kirche, da bin ich auch dabei, sondern religionsfeindlich auftreten. Und dann äußere ich mich dazu, aber mehr mache ich auch nicht. Ich habe noch eine Frage zum Thema Bürgerbeteiligung. Ist ja auch
ja, ein wichtiger Punkt hier in unserer Partei. Vor einigen Jahren war im Stadtbezirk 19 die größte Bürgerversammlung, die es jemals in München gab, mit ungefähr 3000 anwesenden Bürgern. Das ist das Thema, was speziell in Forstenried, Solln, Obersendling auch die Leute in zwei Lager eigentlich spaltet. Weißt du, was es ging oder welches Thema? Also ich kann mich nicht eindeutig daran erinnern. Ich weiß, welche Streitthemen oder welches Streitthema es sein könnte. Ich muss jetzt raten, ist es die Moschee oder nicht? Nein? Zumindest ist das immer wieder da, was in der Zeitung steht. Es ist für mich auch kein Streitthema übrigens, aber für die CSU vielleicht. Dann kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry. Das mich jetzt erwischt. Das Schäbli-Straße. Das Verkehrsprojekt Anbindung der Autobahn, römische Autobahn an den Ortskern Forstenried, und den restlichen Personen. Ja, das ist eigentlich ein Verkehrsprojekt, was es bereits seit 70 Jahren geplant ist, aber nicht, bis jetzt nicht realisiert ist und was so die Leute auffühlt, dass wirklich 3000 Leute zur Bürgerversammlung gekommen sind. Also ich schreibe mir das auf und dann lese ich mich ein. So. Weitere Fragen? Volker? Wie lautet der Artikel 100 der Bayerischen Verfassung? Was ist denn das? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der 100. Ja, also du kannst nicht mit der deutschen Verfassung 1 bis 20, aber was die bayerische Verfassung anbelangt, kenne ich die Artikel, die, oder habe ich mich damit beschäftigt, was wirklich noch was relevant ist. Weil es gibt viele. Entschuldigung, ich wollte aber anders hin. Das Problem an der bayerischen Verfassung ist, es ist ja sehr, sehr umfangreich und ich habe einen Kommentar zu Hause, wo er darauf eingeht, was eben von Bundesrecht vorgegeben ist. Also die Bayerische Verfassung ist zu einer Zeit entstanden, als es eben das Grundgesetz noch nicht gab. Deshalb ist sehr, sehr viel da drin geregelt, viel mehr, als das eigentlich von der Landesverfassung her notwendig wäre. Beispielsweise ist da die Staatsangehörigkeit drin, in Paragraph 6. Das wird nie umgesetzt oder wurde nie umgesetzt. Es sind Paragraphen drin, die eben einen Staat so regeln, als ob er keine weitere oder nicht in einer föderalen Struktur eingebunden wäre. Ja? Und dadurch ist es ehrlich gesagt auch schwierig, manche Dinge richtig zu interpretieren. Gerade wenn es um Dinge, die eigentlich gut sind, geht. Also in der Bayerischen Verfassung wird auch definiert, dass gleiche Arbeit, gleicher Lohn, ja? Das steht auch da drin. Ist aber schwierig umzusetzen, weil es eben eine Landesverfassung ist und dieser Anspruch eigentlich aus Bundesrecht herrühren müsste jetzt durchs Grundgesetz. Daher ist es recht komplex, dieses Thema, und ich freue mich darauf, wenn jemand richtig Ahnung davon hat, dass er mir da mal ein bisschen mehr Sachen erklärt. Ja, voll, lass uns doch. Gut. Bitte? Eine Frage. Ja, neu beraten, und zwar zur Charakterisierung oder zum Profil im Prinzip als Vertreter der privaten Partei gegenüber dann auch möglichen Koalitionären, ob inhaltlich oder darüber hinaus, würde mich dann interessieren, was da deine Gedanken sind. Also der Schwerpunkt, das Profil gegenüber den möglichen anderen. Also ich habe mal letzte Woche oder vor zwei Wochen war in der Heute-Show der Gernot Hassknecht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der schreit gerne mal rum in der Heute-Show, ja? Das ist der Typ. Und der hat sozusagen als Wahlumfrage sich dargestellt und dann über die Piraten geredet und hat in die Kamera reingeschrien, ja, was haben die Piraten denn mehr zu bieten als Transparenz? Wenn ich das nochmal höre, dann ist hier aus und Schluss. Und ich wollte dann im Moment eigentlich zurückschreien, wenn wir die Transparenz durchsetzen, dann können die anderen einpacken. Weil das ist nämlich genau der Punkt, dass die Politik, auf die die anderen aufbauen, ihre Machtstrukturen, alle darauf basieren, dass sie intransparent sind. Wenn wir die aufbrechen, dann ist, ja, dann können die gar nicht mehr so weitermachen, wie sie jetzt tun. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch das Thema, wo wir herkommen, digitale Bürgerrechte, Zugang zum Netz, Zugang zum Wissen, daraus resultiert Bildung, um überhaupt Bürgerbeteiligung zu ermöglichen,
brauchen wir Bildung, damit die Leute wissen, was sie tun. Also das ist schon ein großes Netzwerk, das wir uns darstellen müssen. Was jetzt Koalitionen anbelangt, da hoffe ich, dass wir als Piraten jetzt nächsten Jahr eine Formierungsweise finden, hinter der wir alle stehen. Wenn wir gefragt werden, beispielsweise, wenn man euch wählt, dann verhilft man ja nur der CSU, an der Macht zu bleiben oder solche Dinge. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, denen zu begegnen. Und ich hoffe, dass wir uns gemeinsam darauf einigen, wie wir auf solche Argumente reagieren. Genau, da hätte ich gleich die Anschlussfrage. Du hast jetzt gesagt, du möchtest die Chance nutzen, die CSU abzuwählen. Welche Rolle könnten denn die Piraten da spielen? Beziehungsweise würde es ja dann heißen wahrscheinlich, dass die Piraten da irgendwie die SPD irgendwie dulden müssen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch zu diesem Thema Transparenz-Koalitionsverhandlungen stehst. Ja. Ich gehe davon aus, dass die SPD mit uns keine Koalitionsverhandlung führen wird, wenn wir die öffentlich machen wollen. Im Zusammenhang mit deiner Antwort auf die Folgefrage, was würdest du denn da anstreben, wo wir uns darauf einigen zu dieser Aussage? Also das ist so heikel, diese Frage, dass ich da jetzt ganz vorsichtig beantworten möchte. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Interessen, die da reinspielen. Beispielsweise nur die Aussage, wollen wir eine Duldung oder nicht, vorhersagen. Also sagen wir den Bürgern, wir sorgen mit dafür, dass die CSU wirklich abgewählt wird in Form dessen, dass wir alle anderen irgendwie dulden. Oder in Form dessen, dass wir sogar eine Regierung eingehen oder ähnliche Dinge machen. Das hat in dem Moment, wo wir das tun, auch Nachteile. Und in dem Moment, wo wir das nicht tun, hat das Nachteile. Und wir müssen gemeinsam wirklich darüber reden, was ist uns hier wichtiger. Und eine Entscheidung treffen. Und klar ist, dass eine Entscheidung auch immer eine Entscheidung ist von den anderen Optionen. Und ich, eine Meinung dazu? Keine abgeschlossene Meinung. Also ich tendiere zu sowas wie, also eigentlich tendiere ich lieber 5 Jahre Oppositionspolitik, um es mal zu lernen. Alles andere bedeutet, dass die Großen und die schon lange dabei sind, uns komplett über den Tisch ziehen. Aber wir müssen natürlich darüber reden, wenn wir irgendwie den Bürgern sagen wollen, wählt die CSU ab, indem er uns wählt, dann müssen wir auch sagen, wie das gehen soll. Wie würdest du antworten, wenn da jemand am Stand sagt, sie wollen doch auch nur in die Politik oder ein Amt bekleiden, damit sie dann das Geld, den Wagen abschöpfen können? Und dann zahlt ihr so wie alle anderen auch. Dann kann ich dazu sagen, dass ich, das ist jetzt ein bisschen transparent, was mein jetziges Gehalt angeht, aber das ist für mich keine große Gehaltssteigerung, das ist das eine. Das zweite ist, es ist nicht eine große Gehaltssteigerung, sondern es ist verdammt viel mehr Arbeit. Also jetzt habe ich tatsächlich eine relativ geregelte 40-Stunden-Woche mit vertraglich festgeschrieben 38,5 Stunden, tatsächlich irgendwo zwischen 40 und 42 Stunden. Dann darf ich davon ausgehen, dass es halt deutlich mehr sind. Und sowas tut man sich nicht an, wenn man wirklich Ziele verfolgt und wenn man wirklich die Dinge ändern will, die in unserem Programm stehen. Die Frage war etwas allgemeiner gedacht, habe ich mich falsch ausgedrückt, weil ich habe es eben auch schon zu hören gekriegt. Die Piratenpartei, also die da rein wollen, die, aber danke für deine persönliche Auskunft, die sind doch dann wie alle anderen, weil sie eben auch nur eine Partei gegründet haben, um dann irgendwo irgendwelche Posten zu besetzen. Wir haben nicht eine Partei gegründet, um irgendwelche Posten zu besetzen, sondern wir haben eine Partei gegründet, um die Politik zu verändern. Also ich hoffe, das ist hier Konsens. Du bist ja kein geborener Münchner, soweit ich das auch höre. Ja, das ist richtig. Ja. Wie sehr siehst du dich dennoch in München verankert, verwurzelt? Stichwort, hast du eine Lederhose, kennst du die Bayernhymne? Das sind so wesentliche Dinge, mit denen man manche Münchner doch setzen kann. Ja, also ich habe eine Lederhose, ich muss aber gestehen, dass ich sie nur zu den Wiesnbesuchen mit Firmen oder wo ich eingeladen werde anziehe, weil ich sie sonst nicht besonders praktisch finde, ehrlich gesagt. Okay, also ich werde meine Aussage an der Stelle verbessern. Ich habe schon gerade gemerkt, also ich muss da an mir arbeiten. Okay, Bayernhymne, ich habe sie gelesen, aber ich kann sie nicht auswendig. Und verwurzelt, ich bin seit jetzt 14 Jahren in München. Ich habe in Giesing, also wohne jetzt in Giesing, habe davor am Goetheplatz gewohnt, habe davor in Neuhausen gewohnt und davor in Haidhausen. Das heißt, tue ich mich aus in München.
brauche keinen Navi mehr hier. Und was jetzt die Leute angeht, natürlich überall hat man seine Bekanntschaften weiterhin, die ich auch pflege. Nicht nur jetzt auch persönliche Bekanntschaften, aber auch Vereine und wo ich noch tätig bin, der Katastrophenschutz, da habe ich ganz viele Kontakte. Nochmal zu dem Stichwort vorhin, welche Parteien wir duellen. Es läuft, weil wir keinen Fraktionszwang haben, also wir kommen rein, es läuft, weil wir keinen Fraktionszwang haben, auf eine sehr starke Minderheitenregierung raus. Wir sagen, ja, wir unterstützen jetzt aber für die Wahl mal die Regierung. Würdest du lieber in einer mit einer sehr schwachen Minderheitsregierung regieren als Opposition oder dann lieber in die Regierung rein? Das kommt auf die Konstellation drauf an. Je nachdem, wie stark die Grünen jetzt gewesen sind. Also, kann ich nicht sagen. Wie viele von den Gegenkandidaten bei dir im Stimmkreis kennst du denn schon, eventuell persönlich auch? Und oder beziehungsweise kennst du die und wenn ja, wie gut? Also Thomas Pfeiffer ist der Gegenkandidat von den Grünen, anders bekannt als Web-Evangelisten. Oder Kurdis Poetry auf Twitter, den kenne ich persönlich. Ich habe mit ihm persönlich schon zusammengearbeitet in Demobündnissen oder anderen Geschichten. Ich kann auch transparent machen, dass ich mich ab und zu mit ihm treffe. Den Andreas Lorenz habe ich, also von der CSU, den habe ich jetzt nur auf Wahlveranstaltungen gesehen. Jetzt zuletzt vor 2 Wochen hat er eine Veranstaltung gemacht am Nockerberg zusammen mit dem Gauweiler. Und ansonsten habe ich jetzt die Kandidaten, die über diesen Stimmkreis reingekommen sind, noch nicht so persönlich kennenlernen können, aus dem einfachen Grund, weil die anderen Parteien im Normalfall diesen Stimmkreis benutzen, um ihre Kandidaten, die sonst woher sind, in den Landtag reinzukriegen. Das hat mit der Größe des Stimmkreises was zu tun. Also die SPD, der SPDler ist nicht von da. Die anderen Kandidaten, die von der FDP, Juli Kasant, die ist aus Solln, ja, die ist aus unserem Bezirksausschuss. Und der von den Freien Wählern, der Piazzolo, ist aus Thalkirchen. Die FDP kriegt die halt direkt Kandidaten. Also letztes Jahr alle schon, letztes Mal. Also das sind schon Leute aus dem Stadtteil. Ich habe so einen Antrag auf Schließung. Okay. Also es ist mit Sicherheit eine große Aufgabe, auch. Also was jetzt die Wahlkampfvorbereitung anbelangt, die anderen Kandidaten nochmal richtig zu durchleuchten und herauszufinden, an welcher Stelle man die packen kann, klar. Beim Lorenz ist es eine Geschichte, da ist es recht offensichtlich für die, die sich mit Landtagspolitik beschäftigen. Das ist ein kleiner Uhr, da kann man ganz gut mit umgehen, als Pirat zumindest, und ihn angreifen. Und bei den anderen Kandidaten findet sich immer was. Okay. Vorher, Benno, du hattest was? Antrag auf Schließung der Bündnisse. Wir können auch einfach keine Fragen mehr stellen. Ja, ja, eine ganz kurze Frage, 2 Sätze. Keine Zustimmung. Gegenstimmen? Ja, du denkst. Wie man will. Okay, Gegenstimmen? Okay, vorher. Sorry, was denn noch? Weil ich weiß, warum der Bayerische Landtag gegründet wurde. Warum? Ja, weil die US-Militärregierung gesagt hat, gründet den Landtag nicht. Nee, da bin ich jetzt gerade. Also ich suche übrigens jemanden in meinem Wahlkampfteam, oder was, wenn wir den Wahlkampfteam so machen, jemanden, der sich mit lokaler Politikgeschichte auskennt. Also wenn du dich da gerade anbieten möchtest. Also ganz kurz, der König hat mal wieder Geld gebracht und da hat er den Landtag und die okay. Märkte und die Stände zusammengerufen. Und damit okay, den ja, 1808, ja, okay. Okay, gut, wenn du so weit zurück bist. Ja. Du bist jetzt für einen 103er angetreten oder willst antreten. Wie siehst du deine Fähigkeiten oder was kannst du, sei es mal für mich als Sollner, für meine Eltern als Sollner, mit welchen Themen kann ich meine Eltern überzeugen, dich zu wählen? Es wird schwierig für mich, deine Eltern zu überzeugen, mich zu wählen, wenn sie, falls sie CSU-Wähler sind. Das haben sie noch nie gemacht. Okay. Das nur so vorab, weil das tatsächlich ich sehe die CSU tatsächlich als unser Gegenpol. Ja?
es gibt immer Überschneidungen auch mit der CSU und ich habe auch das herausgefunden, ich hatte ein Treffen mit dem Josef Schmidt, der jetzt OB-Kandidat ist, wo ich mich gewundert habe, an welchen Positionen wir tatsächlich, zumindest jetzt im Wahlkampf, Überschneidungen haben könnten. Was er danach macht, falls er mal gewählt wird, ist die andere Frage. Aber bei den anderen Parteien ist es natürlich auch so, dass die Grünen ein sehr starkes, oder auch die SPD, einen sehr, sehr starken Staat haben wollen. Und die Freiheit, soziale Freiheit auch. Und wir die soziale Freiheit wollen, ohne dass man eben jetzt den Staat so stark betont. Und ich glaube, wenn wir das herausstellen, dass wir eine sozialliberale Kraft sein wollen, wo das auch eine Betonung auf Sozial liegt, dann können wir auch alle Bürger in Bayern überzeugen, uns zu wählen. Natürlich nicht die halt dieses konservative, konservative Bremsende an sich haben oder das halt haben wollen, dann wird es schwierig. Okay. Wir haben geschlossen. Also, ich würde, kannst du auch noch spannend halten. Genau, diese Frage wollte ich noch. Dann danke ich an Walli und übergebe an Markus. Genau. Frage ist immer, möchte noch einer der Anwesenden kandidieren oder einen anderen Kandidaten vorschlagen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste damit offiziell geschlossen. Und wir kommen gleich zum Wahlgang. Ich hole noch schnell die Stimmzettel, die gerade gedruckt werden. Ich mache mal Platz. Die braucht noch eine Minute. Ihr bekommt gleich jeder vom Wahlhelfer und von mir einen Stimmzettel ausgeteilt. Dazu braucht ihr die Stimmkarte. Das heißt, bitte jeder die pinkfarbene Stimmkarte mitbringen. Und wenn dann jeder, der eine Stimmkarte haben möchte, eine erhalten hat, wird dann auch der Wahlgang eröffnet und dann könnt ihr den ausgefüllten Stimmzettel wiederbringen. Das ist der Stimmzettel, der schaut so aus. Es ist hier nochmal der Stimmkreis mit dem Kandidaten Roland Jungnickel aufgeführt. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit Ja oder mit Nein zu stimmen. Ja bedeutet, dass ihr Roland als Direktkandidaten für den Landtag wünscht. Wenn ihr Nein ankreuzt, bedeutet, dass ihr ihn ablehnt. Bitte nichts anderes ankreuzen, nichts draufschreiben, keine Kommentare drauf machen, weil das macht den Stimmzettel ungültig. Genau. Das war's. Gibt es noch Fragen zum Wahlverfahren? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Natürlich ist die Wahl geheim, das heißt, ihr könnt auch im Vorraum oder im kleinen Konferenzraum hinten eure Stimme abgeben, wenn ihr absolut sicher gehen wollt, dass euch niemand über die Schulter schaut und schaut, was ihr ankreuzt. So viel zur Info und wir teilen dann hier drüben gleich die Stimmzettel aus. Ach richtig, Stefan Christian, genau. Die sind abgesprochen, haben sie gesagt. Da hätte er wenigstens kommen können und sagen, ich ziehe zurück oder sich ausziehen. Wer möchte noch einen Stimmzettel haben? Ah, Thomas, ja. Dann bitte meine abholen. Das ist so. 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 Das ist so.
Jedes Mal, wir haben nachher aber wir haben nachher eine Teilkonferenz. Wir haben nur noch drei weitere Bugs drin, deswegen ist es nicht so. Sollen wir uns in einigen Minuten reinschmeißen? Ich muss warten, bis die Also wenn Walli im Landtag einzieht, müssen die da die Türstürzen erhöhen. Ja, genau. Wenn die, die Türen genau so hoch sind wie hier, dann hast du ein Problem. Wenn du die Hose ziehst. Darfst du noch die Schuhe anziehen? Türstürze erhöhen. Ja. Also als Anfang an das Video. Vielleicht sind die da niedriger als hier, das ist alles Gebäude. Ich habe jahrelang Der erste Zusammenschluss, der war 1818, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Weil, so, das ist offiziell dann als Länderzusammenkunft gemacht worden. Das ist so ein Unding. Falsch, Nachzählen. Alle Kirchen? Ach, die Säkularisation. Ah, doch, nicht so eindeutig. Muss mal ein bisschen die Luft rauskommen. Aus welchem Bundesland? Ich wollte nur eine Schatzfrage stellen. Aus welchem Bundesland kommt Walli denn? Also Sachsen. Na, ich sag, die haben doch bestimmt auch so eine Nationalhymne. Kennst du die nicht? Sachsen. Ja, bestimmt auch so ein Sachsenlied. Doch, natürlich. Ja. Also, abgesehen davon ist es jetzt auch nicht auf der Welt zu verschreiben, dass wir das nicht zustimmen. Ich stehe davor, hatte ich immer noch Angst, dass ich eines sage. Das liegt, hat sich nicht vor kurzem, oder sie die für so halt ja auch nicht, wie wir einen König haben wollen, davon mal ausgesehen. Und vielleicht für die Familien von Bayern sagen, aber warum denn nicht? Ich halte. Große Überraschung, den Sohn nennt zumindest. Echt? Ja, also der will es gar nicht. Das sagt, dass ich in Ruhe in den Grund von meinem Verzeihung. Wer mag das jetzt? Okay. Nur noch zusammenziehen.
Ja, die sind sehr bodenständig. Neun Piraten akkreditiert. Es wurden 9 Stimmzettel abgegeben. Es waren alle gültig. Es gab keine leeren Stimmzettel. Auf Roland Jungnickel entfielen 9 Stimmen und keiner hat ihn abgelehnt. Ja, danke, aber bei so einem sozialistischen Ergebnis muss ich dazu sagen. Es wurde ja angesprochen, ich bin nicht in München geboren, ich bin ja in der Zone geboren, also für die Bayern. Sagst du jetzt? Und ich will das sozusagen wieder ausräumen mit den 100%. Und wenn ihr nichts dagegen habt, jetzt ist es ja auch keine Wahlbeeinflussung mehr. Jeder darf sich ja Bier nehmen, schreibt es auf der Liste, ich zahle später. Gut. Danke, gratuliere zunächst einmal Walli. Super. Und ich frage, gibt es Einwendungen gegen das Ergebnis der Versammlung? Möchte irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit die Versammlung und wir haben Pause bis 8. Uhr.